So, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr da seid. Und das Rauschen sollte minimal leiser sein. Du kannst es nicht. Nein, das kannst du wirklich nicht. Aber ich mach's nochmal. Pass auf, warte. Und ich habe aber rausgefunden, ich habe also was hinterlegt, ich habe probiert, das kommt automatisch, sobald jemand Bits spendet, ne? Weil ich habe das noch nicht bei Abo und sowas eingestellt, ich habe das also nur mal so ausprobiert. Ob das funktioniert, weiß ich noch gar nicht. Wenn mein Mikrofon zu laut ist oder irgendwas anderes, bitte sag mir das gerne im Chat, schreibt das rein, weil ich letztens so rumgespielt habe, dass ich selber nicht mehr weiß, was los ist. Aber Fakt ist, wir haben jetzt den Mr. Brutalo am Start und wir haben ein neues Haus. Irgendwas redet hier. Ach so, das war aber... Ja, Luca hat ein Pokémon gefangen. Yes. Nice, nice. Jetzt gehen wir erstmal raus an die frische Luft. Drücke E, um das Spiel zu speichern. Kann man hier hinten auf den Balkon gehen? Guck mal, lass mich mal ganz kurz auf dem Balkon checken, ob das was geht. Wir haben natürlich jetzt wirklich... Also ich höre mich selber noch doller lauschen, rauschen. Ich höre mich selber noch lauter rauschen, so. Weil ich habe das Mikrofon direkt durchgeschliffen, ohne Rauschfilter. Guck mal hier, was ist denn das? Das ist mein Mitbewohner, wa? Kann ich ihn reinhauen? Mache ich jetzt mal nicht. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Auf dem Balkon. Mach auf die Tür. Muss ich die Treppe runter? Ey, ich habe mich verlaufen in der Bude, ne? Hier, wie ist es denn hier? Ah, da. Das ist bestimmt die Tür, ne? Du kannst Ausrufezeichen Poke-Dex eingeben. Oder einfach nur Pokedex. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Die Befehle muss ich noch hinterlegen, damit man das sehen kann. Aber du kannst, glaube ich, immer dann, wenn ein Pokémon auftaucht, kannst du mit Pokedex sehen, ob du das schon hast. Das ist auf jeden Fall mindestens eine Idee wert, weil dann brauchst du nämlich nicht mitwerfen, wenn du das schon hast und jemand anders aber ganz gerne das Pokémon hätte. So. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz hier in die Karte. Wo müssen wir hin? Hier oben ist der Auftrag bei Michael. Und das werden wir jetzt... Ach genau, wir hatten ja letztens rausgefunden, dass der den Michael schon von früher kannte. Und da wollen wir mal gucken. Hier haben wir noch ein Fragezeichen. Aha, okay. Besitzt aktuell 1 von 151. Wir gucken mal dann, wenn noch ein Pokémon kommt. Fremde und Freaks, okay. Dann kannst du mal schauen, ob du dann sehen kannst, ob du dieses eine Pokémon schon besitzt. Da müssen wir gleich mal gucken. Was machen wir dann? Wir können es ja mal ausprobieren. Ich kann noch ins Rufen gleich. Aber mich, für meinen Teil, stört gerade das mit der Musik. Aber der Maki wird gleich irgendwann auftauchen, denke ich. Dann könnte man da ganz kurz den Stream mal eben beenden, neu starten und dann können wir sehen, was passiert. Heute Abend gehe ich wieder schön essen mit meiner Frau. Schön zum Griechen. Und wir überlegen natürlich. Ich habe überlegt, ob ich bei so einem Roleplay-Server mitmache, wie gesagt. Und ob ich da meine Frau einfach mit hinziehe, dass die da auch dabei ist. Und dann könnten wir so ein bisschen so eine geile Rolle. Aber ich, also, da wäre die coole Rolle natürlich so ein Typ, der säuft und der von seiner Frau verprügelt wird, wenn er besoffen ist. Oder der die Frau verprügelt, wenn er besoffen ist. So, ich komme! In Indien ganz normal. Wo man hinfährt, immer erstmal hupen. In Indien geht als erstes am Auto die Hupe kaputt. Das haben sie mir mal erzählt. Da hält die keine 15.000 Kilometer, ne? Danach soll ich es nicht so Bits zahlen. Aber ich habe eingestellt, ab 10 Bits sollte das kommen. Also 1 Bit Zahlungen finde ich blöd. Aber ab 10 Bits kommt das. Aber ich kann das natürlich auch. Der Markim kann es auch nicht. Also auch Moderatoren können das nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es mein Bot kann, ne? Deswegen gebe ich dir einfach mal ganz... Was wo? Hier ist ein Dieb! Warte, falscher Knopf! Was war das denn? Ich hab mit dem Raketenwerfer auf den Dieb geschossen! Nein! Wie unangenehm ist das? Ja, also hier, junge Dame, ist auf jeden Fall der Gegenstand. Das ist ja unangenehm, ne? Also wenn du einen geschundenen Gegenstand bekommst, kannst du ihn entweder behalten oder gegen eine Belohnung zurück. Wo ist denn jetzt die Frau da vorne, ne? Wir gucken jetzt mal, wo das jetzt gewesen ist. Oh, das war unangenehm. Habe ich da aus Versehen denjenigen mit dem Raketenwerfer zerfetzt? So, junge Frau, wo ist das? Wo war das? War das bei Ihnen hier? Hi. Ja, ich steck die Waffe schon weg. Da. Ich habe ihn überredet, es sich anders zu überlegen. Wir gucken mal. Das hat mit Mod nichts zu tun. Also das können auch Mods tatsächlich nicht bei mir. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber du müsstest noch Mod sein. Also eigentlich bin ich der Meinung, dass Luca, dass du schon mal auf jeden Fall als Mod hinterlegt worden bist. Und ich habe das auch nicht wieder rausgenommen. Also eigentlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. So, es ist es bestimmt hier immer noch am Brennen, oder? Ne, hier sieht man nur hier leider gelegen. Na, du, ich sag mal so, der ist so weggekommen, den hat nicht mal die Polizei gesehen. Oh, wo kam das jetzt her? Von mir kam das aber nicht. Du hättest, pass auf, gib mal bitte ein, Ausrufezeichen Pokédex. Da kannst du sehen, ob du das schon besitzt. Also es würde mich mal interessieren, was da steht. So, jetzt fahren wir erstmal da hoch und wir folgen da mal dem Weg. Oh, oh,
Ja, moin. Oder nee, wir fahren mal mit einem schnellen Auto. Ich brauche jetzt keine kleine Kachel, oder? Das ist Legendary. Ich kenne mich damit nicht aus. Known as Legendary Bird of Fire. Every flip-flop is... Also das muss ich natürlich alles noch umschreiben, ne? Ach so, aber da oben siehst du es, ne? Luca besitzt aktuell 1 von 151 Pokémon und ein Moltres ist noch nicht dabei. Habe ich so mit Deutsch geschrieben. Der Rest da unten, das siehst du, die Beschreibung des Tieres, die habe ich noch nicht umgeändert. Na, du hast 3 Kugeln, dann ist er weg, ne? Wenn du Pech hast. So, jetzt fahren wir mal hier hoch. Und das haben natürlich alle Zuschauer gleichermaßen theoretisch die Gelegenheit zu werfen. Und so können natürlich alle gleichzeitig schießen, denn wir hatten das letztens festgestellt, dass man mit so einem Cooldown von 30 Sekunden oder von einer Minute, dass dann immer nur einer werfen kann, das ist natürlich blöd. Ach, du magst es auf Englisch. Ich nehme mal an, dass es viele auf Englisch mögen, ne, gerade die Beschreibung. Aber ich bin schon dran gewesen, die normalen Texte umzuschreiben in Deutsch, nur die Tierbeschreibung. Ich persönlich kenne das ja gar nicht. Oh. Ich kenne ja die Pokémon gar nicht, ne? Und viele von euch haben natürlich voll ganzes Verständnis dafür, ob die, wie die auf Englisch oder auf Deutsch da heißen, die Tiere, die Pokémon. Ich kenne es gar nicht. Ja? Ich weiß nur, Glumanda ist ja der Feuer-Pokémon. Ich weiß nicht mal, wie der auf Englisch heißt, ne? Nicht mal bei dem weiß ich das. Ist das Rauschen jetzt weg, wenn man geredet hat? Übrigens, da fällt mir ein, kann ich noch was machen? Oh, es ist abgehauen, ne? Da fällt mir gerade ein, warte mal, da mache ich noch was. Ich kann natürlich... hier, das wieder anmachen. Das sollte jetzt immer nachdem ich fertig geredet habe, müsste das jetzt weg sein, das Rauschen. Also wenn ich mal ganz eine Weile ruhig bin, dürft's gar nicht rauschen. Puh. Alter, das ist aber auch geil. Entschuldigung, Vorfahrt genommen. Habe ich denn die Vorfahrt genommen? Kann mal vorkommen, ne? Ich find's immer total... Luca, wie geht's dir heute so mit kopfschmerzenmäßig und so, migränetechnisch? Alles gut bei dir? Werde meine Punkte in 3 Streams weghaben. Dafür ist es da, damit die Kanalpunkte mal eingelöst werden, ne? Von den Leuten. Und ich find das so cool, wirklich, ich find das so cool, einfach mit Pokémon fangen. Das Dumme ist, alle halbe Stunde kommt nur normalerweise eins, deswegen habe ich das mit dem Bitbefehl einfach hinterlegt. Ist das eine Zahnbürste? Was? Gestern mit dem Kumpel unterhalten, ne? Über das Spiel. Der meint, der Humor ist so witzig. Das ist so ein guter Humor in dem Spiel. Mach ein Foto, okay? Machen wir 20 Streams raus. Ja, ist auch... Ich muss doch mal gucken, ob das wirklich auf dauerhaft... also mit Bitbefehlen finde ich das ein bisschen blöd. Ich finde auch noch eine andere Lösung. Bei einem Follow zum Beispiel könnte ja auch einer kommen, ne? Da hatte das wirklich gewirkt, wa? Oh Mann, ey. Ist noch nicht eingestellt mit dem Follow. Müsste ich noch machen. Aber wäre vielleicht eine Variante. Follow und Refollow. Kann ich aber programmieren, ne? Dass ich sage, der Befehl soll kommen, wenn ein Follow passiert oder wenn jemand Geld spendet oder wenn ein Abo abschließt, ein Prime-Abo, keine Ahnung, irgendwas. Muss ich mir noch was überlegen dafür, wie ich den Befehl triggern kann. Amerikaner sind die tollsten Leute auf der Welt, okay. Hast du mal sein Tattoo am Hals gesehen? Dieses Kati. ja, fetziger Humor eigentlich nur. So, neuer Kontakt, der Nigel. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich mit den Kontakten so anfangen kann, aber wir werden es später noch rausfinden. Und ein Crashcar-Rennen wollte ich ja auch noch machen, ne? Aber naja, wir folgen einfach mal der Story noch ein Stück weiter. Hier kann ich was kaufen, dafür brauche ich aber Geld. Ich hab natürlich eine Menge Geld. Ich könnte also rumkurven, ich könnte ein paar Flugzeuge rumfliegen. Was ist das? Was ist das? Kletus. Da gibt's bestimmt irgendwas zu holen. Was ist das? Der Landeplatz. Okay, haben wir geklärt. Hier ist Michael. Und was ist das hier? Randale. Wollen wir da mal hin? Soll ich mal Randale machen? Könnte man mal so tun, ne? Oder wir gehen einfach mal, hier ist in der Nähe, bei Michael. Mal gucken, wenn wir dem Michael einen Besuch abstatten, was dabei so rauskommt, ne? Und ich warte einfach, bis der Markim online kommt. Der muss mir helfen, der Markim. Aber derzeit kann ich ja hier mit Vollgas durch die Gegend eiern, ne? Wie gut ich die Karre unter Kontrolle habe. Guck dir das an. Rückwärts, vorwärts, ich kann einfach alles. Habe ich doch letztens tatsächlich ein YouTube-Video draus gemacht hier, ne? Und was soll ich euch sagen? Wurde natürlich die Radiomusik des Autos Copyright geclaimt, ne? War mir das ja klar. Mann, ey. Aber es ist ja völlig logisch, ne? Aber es ist halt bei FIFA genau das Gleiche. Die nutzen natürlich Musik.
Also habe ich mir überlegt, okay, Musik muss weg. Oh, verfahren. Na, geht's hier lang. Nochmal verfahren. Ja, okay, machen wir hier lang. Im Bereich, die Bereiche, in denen du Promi-Gegenstände finden kannst, sind orange markiert. Okay, dann sag mir doch mal ganz kurz, was ist jetzt ein Promi? Also, die haben sie gerade erzählt. Ein Promi irgendwas, Gegenstand. Da wollen wir mal schnell schauen, was damit gemeint ist. Okay, hier ist also ein Promi-Gegenstand. Möglicherweise. Der kann ja nur im Park drinnen sein, oder? Das macht ja keinen Sinn. Nicht hier draußen. Aber wie komme ich jetzt da rein? Oh, ja, da war hinter dem Busch eine Wand. Promi-Gegenstand. Jetzt höre ich auch mal selbst. Oh, guck mal, wie geil das aussieht. Da haben sie Tulpen im Garten gepflanzt, ne? Warum geht Guess in Game nicht? Weil, keine Ahnung. Also der, ich habe gesehen, dass es da diesen Guess in Game Dingsbums gibt, aber ich weiß ja gar nicht, wofür Guess in Game da ist. Ist das dafür da, mir ein Spiel vorzuschlagen, was ich spielen soll? Dann ist ja aber 110 irgendwie ziemlich wenig an Kanalpunkten, oder? Da müsste man ja 110.000 Kanalpunkte rausmachen. Hier, da geht's rein. Ja, junge Dame, keine Angst, hast du die Kamera verloren? Ah, ne, der Kaffeebecher ist runtergefallen. Hier, warten wir jetzt mal. Jetzt gehen wir mal rein da. Ich lasse mal mein Auto hier stehen. Und jetzt gehen wir mal da rein und checken mal aus. Ach, das ist ein Golfplatz. Ja, nice. Ey, im Ernst jetzt? Stiehl den Golfschläger von Mark Pfostenburg. Wo ist der? Da drüben? Wie kriege ich denn den jetzt? Warte mal. Kann ich ja einfach nur aufs Maul hauen, um an den Golfschläger ranzukommen? Oder soll ich einfach mal mit dem spielen bloß und eine Runde und dann einfach abhauen mit dem Schläger? Wir gucken mal. Ich muss eine Zahl erraten, aber keine Ahnung, was ich kriege. Ja, das ist halt so ein Ding, ne? Ich weiß nämlich nicht, was das für einen Sinn hat. Ich habe es noch nicht genutzt. Ihr seid ja gar nicht die Typen, die ich suche, ne? Ihr seid einfach nur Loser. Null Promi. Da ist der Promi. Ich brenne heute richtig. Was los, ey, Bruder? Der fährt da hinten weg? Meine Herren, jetzt habe ich den verpasst, oder was? Ach, fuck. Mist. Das müssen wir doch glatt nochmal probieren. Kann man das mal probieren? Das möchte ich gerne nochmal probieren. Ich habe jetzt also festgestellt, ich war zu langsam. Ich muss hin, muss die wieder metzeln. Und dann können wir ja schon mal... Ach, was ist denn das hier? Shift-Tab brauche ich natürlich nicht. Ach, gedrückt halten. Ja, warte mal. Ich würde gerne... Soll ich mal snipern? Wie wäre das wohl, ne? Würde mal das... Oh. Die haben mich schon gesehen? Hey, where do you think you're going? Die haben mich schon gesehen? Ich habe nur gezielt. Ich habe nur gezielt. Und dann hat er mich schon weggemacht, ne? Was soll das denn? Alles klar. Also anders. Also das heißt, die sehen mich schon vom Weiten. Okay, also nochmal. Nochmal. Wir versuchen es nochmal. Geh von weiter ran. Wir nehmen also nochmal den da. So, jetzt gucke ich mal nach da hinten. Da ist es doch, ne? Da sieht man den doch. Oder ist er das? Das kann ja eigentlich nur der sein, oder? Oh, auf die linke Maus ist er gekommen. So. Aber jetzt gehen wir mal erstmal hier ein bisschen Action machen, ne? So. Mach jetzt. So. Und du, weiter noch? Noch immer eine Frage? Willst du noch was? Gib mir mal deine Knarre. Ich brauche Munition. Und du da? Was mit dir? Nehme ich auch. Gib her die Knarre. So. Und was mit dir, Bruder? Gib her. Hätte ich auch mit der Pistole hingekriegt. Da hätte ich gar nicht hier viel Action machen müssen, ne? Na, steck weg das Ding. So. Okay. Hier ist der Schläger. Danke. Häng die Bullen ab. Was? Zwei Sterne jetzt? Die kommen doch gar nicht hierher. Ich setze mich einfach jetzt hier in den Baum. Aber warte. Ist doch ganz einfach, oder? Denkst du, die kommen hier rein? Die kommen doch hier nicht rein, oder? Warte mal, ich verstecke mich jetzt auf dem Golfplatz in den Baum. Hier im Busch. So, warte mal. Könnte man sich nicht hinducken? Steuerungstaste ist zu schleichen, ne? Das wird dauern, den Pokédex voll zu machen. Hört schon jemand Polizei? Hier gibt's keine Polizei. Die kommen nicht, ne? Ach, die sind schon wieder weg. Word up. I said it, Mrs. Thornhill. Das war ja. Persuaded Mark Fostenberg to donate nichts. One of his golf clubs to your museum of dysfunction. Oh, bravo! It will take pride of place on the wall. Ich wollte den gar nicht umbringen, ne? Aber das ging jetzt hier gar nicht anders. Ich wollte eigentlich nur hingehen, sagen, hey, Bro, ja, ich kmetzel die alle anderen weg hier und dann gib her den Schläger. Irgendwie ging das nicht, ne? Da oben ist der Ausgang, oder? Jetzt muss ich da oben rumrennen. Ja, komm, jetzt kannst du ein bisschen Gas geben, Typ. Gib mal Gas jetzt. Oh ja, wir haben es. Weiter. So, jetzt renn mal. Ja, zum Glück bin ich hier ein völliger Noob. Da macht das richtig Spaß, ne? Wenn man jetzt hier kein Noob wäre, wüsste man das ja schon alles. Und das macht dann natürlich keine Freude. Guck mal, hier ist noch... Ich kann doch hier auch Golf spielen, oder? Ich dachte eigentlich in GTA. Oder kann man nur im GTA Online Golf spielen? Wie ist das? Die Haftbombe ist jetzt im Ammunition-Laden vor Ort erhältlich. Eine Haftbombe. Mein Auto. Ach komm. Haben jetzt die Cops mein Auto hier mitgenommen? Das stand doch so schön hier. Ja, da werden doch 50 Streams. Die rennen hier um die Wette gefahren. Erstmal ein Rennen gestartet. Leute, die haben mein Auto geklaut. Mister, mein Auto wurde entwendet. Können Sie ganz kurz mal Platz machen? Ich brauche ein neues Fahrzeug. Oh, this is
Ja, genau. This is now my car. Thank you very much. Sorry.